war halt ziemlich eifersüchtig. Das war bestimmt nicht gerade leicht für dich. Aber jetzt hast du doch Gregor und ich finde wirklich, er passt viel besser zu dir. Klar, das finde ich auch. Und ich glaube, ich kann hier für alle sprechen, wenn ich sage, wir schätzen uns glücklich, Sie zu unseren Freunden zählen zu dürfen. Also noch einmal auf Lisas Lebensretter. Hey, du Held. Wenn ich dich mal eben was fragen kann, oder euch. Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich Lisa jetzt nach oben bringen. Ja, natürlich. Danke nochmal. Das werde ich dir nie vergessen. Arno, sei mir nicht böse, aber ich hätte gerne ein Bier. Oh, das ist eine gute Idee. Ich nehme auch eins. Tja, ich muss dann los. Herr Schneider! Es sieht aus, als blieben wir heute auf unserem Champagner sitzen. Sieht eher so aus, als wäre Lars ziemlich geschafft von der Entführung. Bestimmt. Also, im Grunde genommen habe ich ja nichts gegen spontane Einladungen. Na dann, mal guten Appetit. Was ist mit den No Limits? Schließlich läuft so ein Laden ja nicht ohne den Chef. Gerade weil Gregor der Chef ist, kann er sich doch frei nehmen, wann er will. Stimmt's oder habe ich recht? Ja, das ist in der Tat ein Vorteil, den ich genieße. Allerdings... Dann genieß doch jetzt mal dein Hühnchen und lass andere für dich schuften. Oder willst du etwa, dass ich beleidigt bin? Immerhin stand ich stundenlang in der Küche. Nein, ich glaube, dagegen gibt es keine Argumente. Christian, willst du schon mal den Wein aufmachen? Klar. Ich hab's mir anders überlegt. Was hast du dir anders überlegt? Ich hätte lieber Bier statt Wein. Haben wir auch. Bleib sitzen, ich hol's dir sofort. Ich hätte lieber das von unten. Nico, hilfst du mir tragen? Willst du so viel trinken? Ja, du ahnst gar nicht, wie viel Durst ich hab. Hallo, einen Tisch für zwei Personen? Ja, genau, für mich und meine Freunde. Bitte schön, da drüben gleich. Ja, dann gibt's ja noch diese Spinnereifabrik in Jakarta. Ich weiß. Die Lahnstein Holding will das Werk kaufen. Hab ich eindeutig was dagegen. Wenn es Kinderarbeit oder Umweltsünden gibt, könnten wir den Medien einen Tipp geben. Der Grund ist mir egal. Hauptsache, der Deal platzt. Du wirst von mir hören. Gut. Hallo, Konstantin. Guten Tag, Herr Degenhardt. Bitte. Na, schon was von Ihrem Freund Paul gehört oder von seiner Freundin? Paul ist nicht mehr mein Freund. Und er redet auch nicht mehr mit mir. Ganz schön undankbar, der Bengel, was? Warum sollte er mir dankbar sein? Sie haben Frau Siebert den Job an der Privatschule verschafft. Und das ganz ohne eine Gegenleistung von Ihnen zu verlangen. Muss echt ein schwacher Moment vor mir gewesen sein. Das ist Ihr Problem. Für mich ist die Sache gegessen. Ich bin dann mal weg. Schade, dass du nicht mehr hier wohnst. Sonst könnten wir noch ein bisschen quatschen. Fährst du mich nach Hause? Na ja.
Okay, manche Dinge, die lassen sich halt nicht mehr ändern. Du hast das letzte Wort noch nicht gesprochen. Hiermit erkläre ich Sie für verheiratet. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Sie auch. Denkst noch oft an eure Hochzeit, oder? Was? Wenn Lisas Vater an diesem Tag nicht aufgetaucht wäre, dann hättest du mit Carla sicherlich ein tolles Fest gehabt. Und als Alex dann erneut versucht hatte, Lisa zu verschleppen, da ist bestimmt alles hochgekommen. In so einer Situation, da musst du Carla schrecklich vermissen, ne? Ich vermisse Carla nicht nur in so einer Situation. Ich habe sie schon vermisst, als sie mir erzählt hat, dass sie nach New York muss. Und seitdem, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Was soll die Kuppelei? Wenn ich einen Typen rumkriegen will, dann schaffe ich das auch alleine. Bist du sicher? Jedenfalls wär's mir lieber, wenn du dich aus meinen Angelegenheiten raushältst. Das war reine Nächstenliebe. Ach, von wegen. Du willst doch nur deine Ruhe haben, damit Christian und du... Ach, du bist also immer noch scharf auf Christian. Ach, so ein Quatsch. Ich meine, das ist doch total lächerlich. Aha, wenn das so ist, dann frage ich mich, was du dagegen hast, dass ich Gregor eingeladen habe. Ich dachte wirklich, du bist verliebt in ihn. Naja, schon. Aber ich möchte ihn nicht drängen. Er weiß doch, dass du was von ihm willst. Du musst ihm jetzt nur noch zeigen, dass du was Festes möchtest. Das will ich ja auch. Aber es geht mir alles zu schnell. Zu schnell? Ihr wart ratzfatz in der Kiste. Da ist ein gepflegtes Mittagessen ja wohl keine Beschleunigung. Also, falls du Angst hast, er legt seine Hand auf dein Knie. Ich kann mich gerne zwischen euch setzen. Besten Dank. Ohne dich wäre ich komplett aufgeschmissen. Na, siehst du. Niedlich, wie schüchtern du sein kannst. Kommst du? Ich hatte echt keine Ahnung, was Nico vorhat. Diese ganze Kuppelaktion, das war ihre Idee. Coco und ich, ja? Da würde nie was laufen. Längerfristig, meine ich. Gregor, Coco sieht das vielleicht anders. Kommen wir nicht schon wieder damit. Sie hat es mir gegenüber zwar nicht zugegeben, aber Nico ist sich sicher, dass Coco sich in dich verknallt hat. Und warum erzählt sie mir denn was anderes? Ach, komm, als ob ich dir das erklären müsste. Wer ist denn von uns hier der große Frauenversteher, ne? Also so richtig überzeugt bin ich von deiner Version aber nicht. Ah ja, stimmt. Ich kann sie am besten noch mal fragen, so wie früher. Willst du mit meinem großen Bruder gehen? Ja, nein, vielleicht. Bitte kreuze an. Untersteh dich. Hey, ihr habt ja noch gar nichts gegessen. Ja, wir wollten noch auf euer Bier warten. Ach ja, das Bier. Wir haben uns dann doch für den Wein entschieden. Ach, und ich dachte, du weißt sonst immer, was du willst. Na ja, viel Platz gibt es hier nicht für euch beide. Tja, uns gefällt's. Inklusive möglicher Wasserschäden? Vergiss es. Ich weiß ganz genau, dass deine Firma den Umbau hier gemacht hat. Da gibt's auch keine Wasserschäden. Anno, bitte. Ich möchte mein eigenes Leben leben. Und das ist hier bei Anna. Na trotzdem, ich bin jetzt der einzige Mann zu Hause. Du fehlst. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Und ich besuche euch auch. Also, bis dann. Bis bald. Ach, so schnell sieht man sich wieder. Hallo. Ach, Herr Schneider, ich hätte mich gerne etwas ausführlicher bei Ihnen bedankt. Wir brachten das. Wir haben Ihnen so viel zu verdanken, dass... Was ich gemacht habe, hätte jeder andere auch getan. Von wegen. Sie haben meine Enkelin aus den Händen eines Psychopathen befreit. Wir stehen tief in Ihrer Schuld. Bitte, Herr Brandner, Sie schulden mir nichts. Ein Familienessen. Das werden Sie mir nicht abschlagen, ja? Also ehrlich gesagt habe ich im Moment wirklich viel zu tun. Wir richten uns nach Ihren Terminen. Es natürlich. Tut mir leid, ich muss wirklich sehr viel aufarbeiten, sodass mir demnächst überhaupt keine Zeit bleibt. Ja, ich will Sie natürlich nicht bedrängen, aber... Herr Schneider, Sie sollen wissen, dass Sie jederzeit in unserem Haus willkommen sind. Danke, das weiß ich zu schätzen. Ich sag's auch ganz besonders. Im Namen von Susanne.
Ja, natürlich. Und wenn Lars ihn nicht aufgehalten hätte, dann hätte Alex Lisa nach Argentinien verschleppt. Zum Glück ist sie wieder zu Hause bei eurer Mutter. Zum Glück bin ich wieder hier. Wie läuft's eigentlich im Job? Gut. Weißt du was? Ich habe endlich rausgekriegt, wer sich für mich eingesetzt hat. Lass mich raten. Ein Prof von deiner Uni, der immer an dich geglaubt hat? Nein. Ein gewisser Adrian Degenhardt. Nie gehört. Der scheint diese Schule zu sponsern. Ja, wie kommt er da auf dich? Ein gewisser Konstantin von Lahnstein soll ihn auf diese Idee gebracht haben. Der Arsch. Erst will er dich auffliegen lassen, jetzt spielt er hier den Gönner. Jetzt bist du aber ungerecht. Mir egal. Konstantin hat's nicht besser verdient. Eins sag ich dir, ich würde lieber bei Arno auf dem Bau arbeiten, als auf die Gnade von so einem arroganten Schnösel angewiesen zu sein. Konstantin hat versucht, seinen Fehler wieder gut zu machen. Dabei ist er diskret vorgegangen und hat anscheinend noch nicht mal gewollt, dass wir es erfahren. Ja, soll ich ihn jetzt dafür bewundern? Nein. Aber du könntest dir überlegen, ob du nicht vielleicht auch einen Schritt auf ihn zugehst. Möchte noch jemand Nachtisch? Ich räume schon mal ab. Ja, vielen Dank auch nochmal. Das war wirklich ganz vorzüglich. Gut, dass du nicht öfter kochst. Das neue Limits hat schon genug Konkurrenz. Ja, genau. Oder dieser Edelschuppen Schneiders. Wir wollen mal nicht übertreiben. Zumindest war es mit viel Liebe gekocht. Das habt ihr doch gemerkt, oder? Ja, klar. Ich werde dann mal wieder... Nein. Du bleibst schön sitzen. Schließlich bist du der Gast. Aber Coco ist auch dein Gast. Lass mich wenigstens abräumen helfen. Ja, aber Coco musste mir versprechen abzuräumen, sonst hätte ich sie nicht eingeladen. Was hat sie nun davon? Also, lehn dich einfach zurück und entspann dich. Nein, ich werde jetzt nach dem No Limits sehen. Wäre doch unheimlich, wenn der Laden ohne mich laufen würde. Um das No Limits, da kümmern sich Christian und ich. Was? Ja. Ach klar, das hatte ich ja total vergessen. Also, viel Spaß noch euch beiden. Werden wir haben. Oder siehst du das etwa anders, Coco? Nur so. Ich wollte einfach deine Stimme hören. Und du? Vermisst du mich? Oh, jede Minute mindestens einmal. Jetzt übertreibst du aber. Nein, ich muss doch nur meinen dicken Bauch angucken. Geht's unserem Baby gut? Ja, könnte nicht besser sein. Und bei euch? Alles im grünen Bereich. Manchmal ein bisschen Stress, aber das hat nichts zu bedeuten. Ich muss jetzt Schluss machen. Ja, ich muss auch wieder in die Sitzung. Ich schicke dir einen ganz dicken Kuss. Ich dir auch. Bye. Bye. Tut mir leid, es gab keine Gelegenheit, wegzuhören. Wir haben nichts zu verheimlichen, Papa. Hast du nichts von Lisas Entführung erzählt? Warum sollte ich? Lisa ist wieder wohlauf und Carla ist schwanger. In einer perfekten Beziehung, sagt man, teilen die Partner sich Freud und Leid. Wir haben nicht nur eine perfekte Beziehung, wir sind auch verheiratet. Und da lasse ich mir von niemandem reinreden. Hm? Hallo, Paul. Hey. Zuerst dachte ich, der Pförtner macht Witze, als er dich angekündigt hat. Ja, wenn es dir nicht passt, ich kann auch gleich wieder gehen. Quatsch, kein Scheiß. Ich freue mich wirklich. Magst du was trinken? Nee, danke. Ich wollte mich bei dir bedanken. Wofür? Ja, die Sache mit Anne, dass sie jetzt wieder einen Job hat. Ehrlich gesagt... Hey, jetzt tu doch nicht so. Ich weiß genau, dass du an der Sache was gedreht hast. Wenn du jetzt eh schon Bescheid weißt, dann muss ich auch kein Geheimnis mehr draus machen. Nach meinem Auftritt war das das Mindeste, was ich tun konnte. Allerdings. Ich wünsche mir mindestens einmal pro Tag, die Sache wäre anders gelaufen. Und ich frage mich, warum ausgerechnet mein bester Kumpel mir so ein Ding reingewirkt hat. Vielleicht. Vielleicht können wir die Sache ja irgendwann vergessen. Vielleicht. Irgendwann. Magst du vielleicht doch noch einen Schluck trinken? Okay, eine Cola.
Was ist eigentlich mit Lisa los? Sie war schon so lange nicht mehr in der Schule. Macht sie jetzt meine Nummer mit dem Attest nach? Ehrlich gesagt, ich finde das nicht witzig. Okay, dann vergiss die Nummer mit dem Attest. Ich meine die Sache mit Lisa. Was ist denn mit Lisa? Du weißt nicht, dass Alex sie nach seinem Ausbruch entführt hat. Ja, er wollte sich mit Lisa nach Argentinien absetzen. Also, so ganz kapiere ich das immer noch nicht. Wieso verbeißt sich Nico in diese Idee, du würdest was von mir wollen? Gregor, du kennst doch Nico. Wenn die sich was in den Kopf gesetzt hat, dann kriegst du das nicht mehr mit einem Vorschlaghammer raus. Dafür brauchst du keinen Vorschlaghammer, da reicht eine klare Ansage. Ach, wenn das so einfach wäre. Das ist einfach. Du gehst hin und sagst dir, Nico, ich will nichts von Gregor. Ja, aber dann... Aber dann was? Ach, Coco, du eierst jetzt hier schon die ganze Zeit rum. Von dir bin ich eigentlich gewohnt, dass du Klartext redest. Willst du es wirklich wissen? Nee, ich halte mir jetzt die Ohren zu, aber du kannst es mir aufschreiben, wenn du willst. Würde ich sonst mit dir die Küche aufräumen? Es fing alles damit an, dass Nico und ich uns in den gleichen Typen verknallt haben. Nicht in dich. Nimm's nicht persönlich. Aber du kennst ihn gut. Christian? Du bist auch in Christian verliebt? Weiß Nico davon? Deswegen habe ich auch ständig Stress mit ihr. Ja. Und Christian versteht nicht, warum ihr euch ständig streitet. Er hat sowas angedeutet. Verstehst du jetzt, warum ich nicht Klartext geredet habe? Du meinst, es ist besser, die beiden denken wir... Wäre das denn so schlimm? Ich soll denen was vorspielen? Nein, Coco, zieh mich da nicht mit rein. Aber was soll ich denn jetzt machen? Das, was du am besten kannst und weswegen wir dich alle mögen. Klartext reden. Lisa ist in Gefahr und keiner sagt mir, was los ist. Ja, du weißt doch, wie das bei Entführungen so ist. Da werden zuerst nur die Angehörigen eingeweiht. Und ich bin kein Angehöriger. Zumindest bist du nicht mehr mit Lisa zusammen. Gut. Und deshalb soll mir egal sein, was dieser Typ mit dir anstellt. Jetzt mach doch mal nicht so ein Fass auf. Du hättest ihr eh nicht helfen können. Natürlich hätte ich ihr helfen können. Wozu habe ich denn eine Familie mit guten Kontakten und Einfluss? Lars und die Polizei haben das gut alleine hingekriegt. Und Lisa ist nichts passiert, also hör auf, drauf rumzureiten. Du tust gerade so, als würde mich das alles überhaupt nichts angehen. Wenn ich nicht zufällig nachgefragt hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich nie erfahren. Sag mal, geht's noch? Dass wir seit Wochen kein Wort mehr wechseln, das liegt ja wohl nicht allein an mir. Ja gut, und was erwartest du jetzt von mir? Dass ich mich bei dir entschuldige und vor dir auf dem Boden rumwälze? Bisschen spät. Und ehrlich gesagt ist mir das echt zu blöd. Schade, ich hatte gedacht, wir können wieder normal miteinander reden. Ach, und verschone uns in Zukunft bitte mit deinen guten Kontakten. Wir kommen alleine klar. Willst du auch ein Bier? Ja, gerne. Aber jetzt lass dir nicht jedes Wort aus der Nase ziehen, ja? Da gibt's nichts groß zu erzählen. Ich habe zuerst versucht, Lisas Vater mit Worten zur Vernunft zu bringen. Und als das nicht geklappt hat, habe ich ihn ebenso überwältigt. Na klar, ebenso. Diese Heldenarie wird mir langsam wirklich zu viel. Warum denn? Du hast allen Grund, dich feiern zu lassen. Ich bin mir sicher, dass Susanne schon irgendwo den Antrag gestellt hat, eine Straße nach dir zu benennen. So ein Quatsch. Ja, dann würdest du dich wenigstens für die Wahl zum Mann des Jahres vorschlagen. Sag mal, kannst du mal bitte damit aufhören? Warum denn? Hör mal, du warst immer an Susannes Seite, als sie Angst um ihre Tochter hatte. Du hast ihr Lisa wiedergebracht, das macht dich für sie zum Superhelden. Mindestens. Das ist genau der Stoff, aus dem die Frauenträume sind. Treu und mutig. So muss ein Mann sein. Sag mal, wie oft soll ich es dir noch sagen? Ich bin kein Held. Meinst du, ich habe keine Angst gehabt? Doch, sensibel bist du auch noch. Muss Carla sich jetzt Sorgen machen? Jetzt sag bloß, du und Susanne. Nichts ist mit mir und Susanne. Susanne ist mit Carla verheiratet. Die beiden sind glücklich und freuen sich auf ihr Kind. Ja, aber Carla war nicht da, als Susanne sie gebraucht hat. Du hingegen warst immer zur Stelle. Da kann man sich schon mal nahe kommen. Ja, natürlich kommt man sich in so einer Situation nahe. Aha. Auf menschlicher Ebene meine ich natürlich. Mehr ist da nicht.
Gibt es denn wirklich keine andere Lösung? Was erwarten Sie von mir? Dass ich Ihnen eine Lösung präsentiere, die bloß noch weitere Verluste einbringt? Herr Degenhardt! Entschuldigung. Mich interessieren ausschließlich Geschäfte, die Gewinne einbringen. Und wenn ich Gewinne sage, dann meine ich maximale Gewinne. Herr Degenhardt? Ja, ist schon gut. Holen Sie mal einen Kaufvertrag. Was fällt Ihnen ein, sich in mein Leben einzumischen? Augenblick. Ich muss hier nur noch ein Geschäft vom Tisch kriegen. Das erfordert Menschenkenntnis und das richtige Timing. Und meine Menschenkenntnis sagt mir, dass Sie in der Führung Ihres Unternehmens komplett versagt haben. Aber... Kein Aber. Entweder Sie verkaufen, und zwar genau jetzt, oder ich mache Sie total fertig. Noch Fragen? Ich würde mich wirklich gern bei Lars bedanken. Paul und ich sind so erleichtert, dass er Lisa einigermaßen unbeschadet nach Hause gebracht hat. Ja, Lars hat sich heute schon relativ früh in der Kanzlei vergraben. Wahrscheinlich hat er Schiss, dass ihm irgendjemand eine Medaille an die Brust heftet. Verdient hätte er es. Sag's ihm, wenn du ihn das nächste Mal siehst, von mir will er das nicht mehr hören. Bis später. Ciao. Und? Und was? Wie war's? Gestern Abend? Mit Coco, meine ich? Ach so. Sehr aufschlussreich, würde ich sagen. Zumindest für mich. Ja, was? Jetzt hat es ihr endlich gesagt? Oh, Coco hat mir so einiges gesagt, aber sicher nicht das, was du erwartet hast. Jetzt mach's nicht so spannend. Nico hat recht und Coco ist in dich verknallt, oder? Jetzt muss ich dich enttäuschen. Coco ist definitiv nicht verknallt in mich. Und warum erzählt sie Nico dann sowas? Das fragst du sie am besten selbst. Sehen Sie, war doch gar nicht so schlimm. Grüßen Sie Ihre Frau. Wo waren wir stehen geblieben? Sie mischen sich in mein Leben ein, ohne mich zu fragen. Auch wenn die Aktion vielleicht nett gemeint war. Welche Aktion denn? Dass Sie das Gerücht gestreut haben, ich hätte was mit Frau Sieberts neuem Job zu tun. Also wenn es Sie beruhigt. Nett war es bestimmt nicht gemeint. Ist ja auch egal jetzt. Die Freundschaft mit Paul kann ich jedenfalls vergessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mir kommen die Tränen. Sagen Sie, wozu braucht man eigentlich Freunde? Entschuldigen Sie, aber kein Mensch kann ohne Freunde leben. Nur Loser brauchen Freunde. Das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Versager finden nämlich Trost in der Tatsache, dass es noch andere Versager gibt. Ich dachte, Sie wären da anders. Big Business. Interessiert Sie doch, oder? Ich denke, das liegt bei uns in der Familie. Naja, Sie müssen trotzdem noch eine Menge lernen. Na und? Ich habe doch Zeit genug. Zeit? Wie alt sind Sie eigentlich? Zeit ist Geld und Geld ist Macht. Wenn Sie das nicht schnell begreifen, kann ich Ihnen auch nicht helfen. Ja, und was soll ich Ihrer Meinung nach tun? Steigen Sie bei mir ein. Und ich zeige Ihnen, was man mit Macht wirklich erreichen kann. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir mal Klartext reden. Du redest fast schon wie dein Bruder. Hat dir Gregor irgendwas gesagt? Gregor? Der hält genauso dicht wie du. Was willst du denn? Coco, ich möchte endlich wissen, was bei dir abgeht. Nico sagt, du bist in Gregor verliebt. Gregor sagt aber, du bist es nicht. Dann glaub doch einfach, was du willst. Ja, das würde ich auch ganz gerne, aber... Kann es sein, dass du in mich verliebt bist?